So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wie ihr seht, bin ich in Deutschland. Arschkalt, Regen, Schnee, aber heute ist auf jeden Fall sonniges Wetter. Und wir sind gerade auf geheime Mission und werden den lieben Zalo einmal richtig hops nehmen. Denn der weiß nicht, dass ich hier bin. Und ich habe mich angekündigt als sein Kunde für sein Opel. Und ja, Freunde, seid gespannt. Bis gleich. So, meine Freunde. Du bist ein Schwätzer, Alter. Kann man das nicht drücken, Alter? Ey, wie ich das realisiert hab, ne? Das war eigentlich so... Ich dachte jetzt, irgendein anderer ist... Warte, guck mal, damit du mich verstehst. Ich dachte erst, ein Wildfremder, aber ich kenne die Felgen nicht. Ich dachte, irgendein Wildfremder klopft an, weißt du? Was will der so? Und dann klopft so an, du bist ja eigentlich voll... Du bist ja als wärst du hier, du hast ja immer in Deutschland gelebt. Yeah. Ich musste jetzt gerade schnallen. Hä? Eigentlich war es normal, dass du hier bist. Verstehst du, was ich meine? Behindert, ey. Behindert, was wie geht's? Hier, wie steht's? Wie lange bist du schon hier? Komm, sei. Eine Woche. So, meine Freunde, hier sind wir jetzt in den goldenen Hallen. Was geht? Wie läuft's? Der ist immer noch schockiert. Das schießt hier. Ich sag dem Bruder, ich hab, glaube ich, Travel Ban, ich kann nicht kommen. Ich bin so in der Küche einer Woche. Zeig mal, was du hier so schickes hast. Alter, das sieht aber echt geil aus. 350 PS. Der Seat? Der Seat. Oh, was, Alter? Da bin ich sehr, sehr erschrocken, dass er so lange gebraucht hat, bis er einen Käufer findet. Ist er verkauft? Ja. 350 PS. Mhm. So ein bisschen 350 PS in diesem Auto, Bruder. Ja. Dann hast du hier. Bist was? Du von Stange? Aber der sieht doch geil aus. Ja, aber der super gepflegt, Mann. Boah. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Xenon, dicke Felgen. Soundpaket ist auf. Oder schließt du die alle ab? Ja, ja. Ich hab die auch immer abgeschlossen, alle. Alter, Zalo, Junge, was ist das denn, Alter? Das ist unser Steppenpferd hier. Alter, schwierig. Wie viel Zoll ist das, Bruder? 22. Brutal. Brutales Auto. Alter. Ist das aufgeklebt oder ist das hier geflext und so? Geflext und so. Ne, das ist auch echt auf. Hat also Funktion, ne? Bei den Felgen habe ich auf Bildern erstmal gedacht, ne, Alter, ob das sein muss, aber in echt finde ich die geil irgendwie. Die sehen so sportlich aus, weißt du? Boah, ist schon ein Monster, ne? Boah, schick. Echt schick. Ich sag dir ehrlich, Bruder, die Sitze sind nicht meins. Sag ich dir direkt, Wallah. Ja, also wenn ich RS will, dann will ich nicht die Sitze. Ja, ja, warte mal, wenn wir Langstrecke fahren und dann die Massage. Und dann sagst du, Zalo, Bruder, sind gemütlich mit Massage und alles um und dran, ne? Softclos? Ja, aber es war nicht. Weil Zündung ist zu lange an, ja? So, wegen dem waren wir eigentlich hier, ne? Ich bin vorbereitet. Hier steht vorbereitet auf Zündung an, vorgefahren, der Zalo. Dachte sich, endlich geht das Ding weg, ne? Sorry, Alter. Einmal tut er mir was. Sorry, Alter, sorry. Egal, wir machen das schon. Wir machen das schon anderweitig. So, dann hast du hier V8 Kraftmaschinen geparkt, Alter. Zweimal, ja. Alter Schwede, dreimal. Kannst du ja einen aussuchen. Boah. Ja, da bin ich ja, weißt du ja, ne? SK1 oder SK2? Nee, dann SK2, sag ich ehrlich. Nee. C63, T-Modell. Warte, Kunde ruft da. C63 wie 204, Originalzustand. Alles Serie, komplett. 104.000 Kilometer. Boah, das sieht aber echt aus wie vom Werk noch. Komplett schickes Gepflegt bei mir. Mega, Alter. Boah. Sehr brutal. Zustand. Schiebedach. Also. Unfallfrei, nachlackierungsfrei. Sieht so aus auf jeden Fall. Nur Kotflügel rechts. Kotflügel rechts. Ja, sonst nichts. Sehr selten, oder? Mega. Ohne Spaß. C204. Früher habe ich immer gesagt Limo, aber mittlerweile. Ey, ich finde den auch geil. Ich finde auch wirklich geil. Ich finde ihn wirklich geil. Einer der schönsten Kombi so. Mit so RS-Modellen, ne? Schon, ja. Mega. Dann haben wir hier. SK1, E92. Boah, der erinnert sich schon an den Grünen. Der stand auf der Essener Motorshow wegen dem Aufkleber. Stimmt. Mega. Ja, ich finde ich voll schön, diese Infinitas-Aufkleber. Hat was. So Alpina-Design-mäßig, ne? Ja, ein bisschen. So. Mega. Und dann hast du hier den. Ja, den kennst du ja, ne? Der ist ja ein Baba, Alter. Der ist echt schön. Mega. Zufrieden? Ja, also einzig nur, dass er jetzt hier steht. Ne? Also live die Felgen auf dem Weiß.
Endstufe, ne? Ja, ja, mega. Maximum, ne? Kriegst du so nicht, das sieht nicht so aus. Mhm. Also in live sieht das echt verdammt gut aus. Hat aber auch wirklich sehr lange. Boah, schön. Mega Ding. Und schnell, ne? Ja, Was hast du letztes Mal zersägt, aber weiß ich noch, hast du so eine Story gemacht? Hurrikan, was war das? Nee. Was war das nochmal? Hast du nochmal hier so liebe Grüße und so? R6? Nee, RS6 war das. Gemachter R6. Gemachter R6, platt gemacht. Das war schon, ja. Also. Krank. V8 Biturbo, ne? Überleg mal. Ne? Zwei Turbolader gegen einen kleinen Kompressor. Ja. Aber ich feiere das halt krass, weil die Leute denken halt, der hat 420 PS. Keiner erwartet das bei dem Auto. Die meisten sagen dann eigentlich, keiner, ich muss mein Auto jetzt bei Kleinanzeigen inserieren, ne? Mega, also ich hatte auch mega Spaß mit dem Grünen. Unglaublich, also. Und der ist noch mal viel schneller als der Grüne. Aber warum ist der so schnell? Aber der Grüne ist auch schnell, ne? Ohne Spaß. Cabrio, 200 Kilo Unterschied. Und das rasiert. Weil du hast ja nicht nur Cabrio, allein von Cabrio zu einer normalen Limo hast du fast 200 Kilo Unterschied. Und? Durch die ganze Bestrebung, was da ist, die Mechanik. Ja. Und hast du hier nochmal Carbon-Dach. Ne? Und nochmal leichter. Ja. Mega. Beide haben, nee, ach, der hat Schiebedach sogar rein. Das ist echt schön. Mega. Also wirklich mit eines der schnellsten Autos. Die du hattest. Ja, definitiv. Krank. Also ich bin den lange nicht gefahren. Letztes Mal musste ich ihn einmal nochmal fahren, hab mich erschrocken. Ne? Ja, ne? Wirklich, hab mich erschrocken. Aber wie schlimm das ist, wie man sich dran gewöhnt, sei mal ehrlich jetzt. Wir fahren den nochmal zusammen bei den Temperaturen, du kackst in die Hose. Da bin ich schon gespannt. Wirklich. Weil du weißt, ich hatte dort, Bruder, teilweise 80 Grad. 80 Grad Ansauglufttemperatur. 80 Grad. Also hier, der hat Schiebedach, ne? Ach, hier ist noch hier 500 PS. Ja, weil der aus USA ist, weißt du? Der. Deswegen ist der harte Schiebedach. Das wollte ich gerade. Ich habe noch nie gesehen. Die Amis sagen nicht Carbon-Dach, die sagen Schiebedach. Vollausstattung. Mit dem geklärt? Ist geklärt, der ist frei. Steht zum Verkauf? Steht zum Verkauf, Kia Pro Ceed GT. Boah, der sieht aber echt fresh aus. 6500 Kilometer. Neuwagen, Alter. Vollausstattung. Boah, mega. Ey, der sieht echt auch so aggressiv aus, ne? Ja. Absolute Vollausstattung mit Ambiente-Beleuchtung im Fußraum, muss man hat dazu bestellen. Okay. Rote Fußraumbeleuchtung muss man dazu bestellen. Bassstock Klappabgasanlage, ist auch nicht sehr höher. Ja, also hat er auch Sound? Ja, ja. Der Automatik? Hat, der hat Sound. Ich guck mal, ob der hat der Keyless. Panorama, Glas, Schiebedach. Sogar das Weiß ist Sonderausstattung, da siehst du das Rot. Boah, Leder Alcantara, Panoramadach. Leute, was kostet das Ding? 33, noch was. Automatik, das heißt, der macht auch diese DSG-Fürze, denke ich mal, ne? Brrrt. Ach, ich hab die Schlüsseltasche gar nicht. Ach so. Wie sieht der aus von hinten? Emblem. Das sieht aus wie so ein Panamera gerade. Ja. Guck mal von hier. Das sieht aus wie so ein Panamera Sport GT oder wie der heißt. Gran Turismo. Was ist das denn, ey? Ja, schon nicht schlecht, ne? Ey, die haben aber hier gut kopiert, ne? Muss man schon sagen, ne? Ey. Ja, schon, ne? Also, schreib's mal in die Kommentare, zieh das mal rein, bitte. Oder wie die neue Cayenne bisschen. Ja, schon. Hast recht. Was ist das denn? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich kenne das Auto gar nicht so. Also, ich habe gar kein Bild von dem Wagen. Hier, darf ich ihn zeigen, oder? Ja, ist das Projekt E36. Cabrio. Original M-Paket. Mega, Alter. Das ist ein Traumwagen, ne? Ich würde gerne so ein Auto schön machen und dann so immer nur sonntags oder so ausfahren. Ich wüsste ja, nicht. Ja, kommt der 6-Zylinder rein, ne? Was hat der jetzt für einen Motor? 4-Zylinder. Ach, 318 Watt. Ja. Und dann schön machen, ne? Wie du sagtest. Ja. Ich habe ja mal einen gehabt, ne? Richtig krassen. Ja? 328i. 2016. Geil. Ja, war ein sehr schönes Auto. Auch gleich. Die richtigen Felgen hat der drauf, muss eigentlich schon ein bisschen tiefer, ne? Ich hatte sogar die Dings, Bruder. Diese Sportsitze drin. Und dieses. Dieses dicke Lenkrad, kennst du das? Sah einfach aus wie ein M3. Der Vorbesitzer hatte den auf ein M3-Optikum gebaut, komplett. Ja? War ein 318i. Krass. Das sah aber schon geil aus. Das war so schön, Mann. Das war echt ein schöner Wagen. Oder kannst du mal sagen, wie man das hinbekommt? Wie bekommt man das hin? Ja, Bordstein. Guck mal, der hat sein Leben auseinandergenommen. Bordstein. Boah, das ist schon lebensgefährlich. Ja, aber wie Bordstein? Ja, wie drüber. Kann man, weißt du, was passieren muss? Das ist nicht beim Parken passiert. Das ist nicht beim Parken passiert. Das ist passiert während der Fahrt, Bruder. Guck mal. Boah. Das passiert während der Fahrt. Boah, Alter, ey. Ja, während der Fahrt. Guck mal, gerissen. Ich sag ja sehr oft, ne, du kannst die Reifen noch fahren, wenn hier so ein bisschen ein Stück Gummi ist. Das ist kein Problem. Sag ich kein Problem. Nee, das sag ich auch. Aber hier muss sogar ich sagen, guck nee, mal, nee, das geht richtig tief rein hier an die... Nee, das ist schon drin im Reifen. Also bei Temperatur wird das schön warm und dann wird er genau da... Ich hab grad gesehen, ich hab mir gedacht, hat die Felge einen weg. Ja. Die hat auch einen bekommen. Hat auch einen weg. Aber ist ja nicht schlimm, kannst du wahrscheinlich, wenn es so schlimm ist, kannst du ja den Ring austauschen. Ist er geschraubt oder ist das nur Attrappe? Ist geschraubt. Ne, ist original geschraubt. Weiß ich nicht. Sieht geschraubt aus. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Die Dinger sind angefasst worden auf jeden Fall. Guck mal hier, alle haben so eine... Ich denke mal, das ist ein zweiteiliges. Sieht so aus jedenfalls. Ne, ist nicht. Machen, ja, ist nicht. Die machen gute Umbau. Ist nicht, ist ein Umbau. Das sind Fakes. Mhm. Gucken, vielleicht machen wir da anders. So, dann haben wir die alle mal durch jetzt, ne? Ja, das schafft ich muss sagen, erstmal Respekt, Salo.
war dein Bestand, Digga. Stimmt, der hat sich ein bisschen verändert. Der hat sich ein bisschen verändert. Wo ich hier war, waren die so kleinen Furzdinger. Respekt, Alter. V8, Monster. Ah, darf ich noch was zeigen, oder? So, dann hast du hier nochmal deine heilige Halle, so würde ich mal sagen, oder? Ja, hier steht halt so. Weißt du, dass ich noch nie mit dem Auto mitgefahren bin oder gefahren bin selber, geschweige? Noch nie. Wirklich? Noch nie. Ganz komisch. Noch nie. Pff, das Ding ist so ein... Alter Schwede, dieses kleine Momo-Lenkrad, Mann. Wir fahren, wir haben ein bisschen was nachzuholen. Oh mein Gott, Bruder. Ich hab den noch nie live gesehen. Was? Nein. Leute, VR6 mit einem fetten Turbolader. Was hat der Leistung nochmal, 400 PS? Nein, 350 so. 350 PS? Aber das reicht maximal. Auf 800 Kilo. Ja. Mega. Hast du mal um den Ring bewegt, oder? Du, ganz lustig, ich hab irgendwann zu den Leuten gesagt, ihr könnt das Auto haben, bevor der so aussah, ja, wo der in der Ecke stand, für ja. 2000 Euro kommt raus, weg, weißt du? Ja. Einfach weg. Aus dem Morgen ist ein sinnmäßig. Wollt keiner haben. Wollt keiner haben. Ja. Jetzt, der bleibt, ne? Guck dir ihn an. Was ist das, Alter? Need for Speed, nicht rausgefordert, ne? Mega, das war eine geile Action, ne? Mega, Semi-Slicks drauf. Jetzt ist das ein richtig geiles Rennauto, ne? Mit Käfig und so drinne. Leute. Ist zu, ne? Ja, ist zu. Boah, schöne Sitz hast du da reingemacht. Mhm. Keine... Du weißt, wie Spaß der Wagen macht auf der Rennstrecke? Ja, jetzt. Klebt, wie ein Go-Kart. Fährt jetzt kommt gutes Wetter dann, wenn wir das mal durch testen. Dann haben wir hier Nissan GT-R. Weißt du noch, wo du zu mir gesagt hast? Bruder, das ist mein Traumwagen. Ja, hast du das ist nicht, also, guck mal, das ist leider... Das war dein absoluter Traumwagen, Bruder. Viele Zuschauer sagen auch immer so, oh, der Traumwagen abholen. Ja, was soll ich sagen? Es ist, als Händler hast du halt mehr Möglichkeiten. Ja, ne? Natürlich, klar. Als Nicht-Händler holst du dir vielleicht einen und fährst ihn dann noch ein bisschen länger und denkst dir so, ja, das ist so. Das ist so der, ja. Aber ich bin ja jetzt Händler. Oh mein Gott, wenn ich die Chance habe, da Traumwegen zu bekommen. Warum nicht? Und die zu handeln. Was warum soll ich denn machen? Soll ich mich wehren? Das ist so ein Traumwagen. Der ist echt mega, ne? Also in live, die Farbe, brutal, wirklich brutal, mega. Also der sieht so aus, weißt du wie der aussieht, ob der jetzt gerade vom Nissan-Händler rausgerollt ist. Ja. Ich schwör's dir, so, guckt euch das mal an, wie sauber. Hier nichts irgendwie, keine Dellen oder blöde Kratzer oder Gebrauchsspuren, ne? Mega, und das habe ich noch nie gesehen. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Also sieht wirklich brutal aus, wirklich. Ich finde es auch schön. Mega schönes Auto. Ich weiß nicht, was die anderen. Boah, der riecht aber schön. Warum ist der so schön? Der ist auch. Boah, das riecht echt. Mega. Vor allem auch, wenn du so von vorne schaust, siehst du die Sportsitze. Da siehst du normalerweise nicht so bei GTRs zum Beispiel. Seht ihr das? Sieht echt mega aus einfach. Brutales Auto. Ne, Leute, der Zahler hat auf jeden Fall hier wirklich Vollgas gegeben. Hier schöne Sitzecke. Geil. Ja, oben war ich auch noch nicht. Zeig mal oben, was du da hast, ey. Oben warst du auch noch nicht? Nee. Haben wir einiges dazu. Ja, auf jeden Fall. Boah, mega Optik, ne, von hier oben. Schau dir das mal an. So, meine Leute, so sieht das Verkaufsbüro aus vom lieben Zallo. Computer, kein Genuss. Kommt jetzt, ich wollte von dir diesen Otto-Dingens holen jetzt. Diese Boxer, ne? Wollte ich jetzt wirklich machen. Mach das. Und dann auch einen Mac hier hinstellen. Ja. Der würde hier gut passen, denke ich mal. Ja, warum nicht? Und dann von hier oben hast du hier... Ja, das hier ist geil, ne? So. Dein Ausblick auf die Krankenhaus und diese Folierung ist auch mega. Mhm. Wie nennt man das? Chameleon Design oder was? Boah, ich wusste das mal, wo ich es bestellt habe, wusste ich es jetzt mega. Nicht mehr. Hast hier einen schönen Ausblick von hier oben. Die LC-Maschine natürlich, darf nicht fehlen. Hab ich mir irgendwann auch besorgt. Geil. Ja, braucht man, sei mal ehrlich, das ist jetzt kein Flex. Das ist, nein, das ist... Wenn einer mal kommt mit 30.000 Euro in 50er Scheine, Digga, dann zählt sich, ob er ihn hat. Und die überprüft ja auch, ob die echt sind, ne? Boah, mega. Von hier oben hast du so Ausblick auf alles. Yes. Schon mal sagen, wir beenden das Video hier, ne? Wir müssen Zahle Automobile. Wir müssen ein bisschen arbeiten. Komm. Wir müssen ein bisschen nachholen, würde ich mal sagen. Also, Daumen nach oben, auf und nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao.